Aber sie haben ja uns. Berliner Rundfunk 91.4. 50.000 Euro für Berlin. Unser Geschenk für eine bessere Stadt. Wer bekommt den nächsten Geldbatzen? Montag verschenken wir wieder 10.000 Euro und bis dahin heißt es klicken, klicken, klicken. Da sind nicht nur die Vereinsmitglieder gefragt. Gerade bei kleinen Vereinen reicht das nicht. Da müssen alle Kanäle genutzt werden. Facebook, Twitter, YouTube und was sie sonst noch für Ideen haben. Plakat an den Fernsehturm hängen oder so. Einer der über 200 Vereine, die sich bis jetzt angemeldet haben auf berlinerrundfunk.de, ist der Fußballverein SV Askania Köpenick in der Wuhlheide. Ah, da wird der Nachwuchs vom 1. FC Union dran trainiert. Hat rund 450 Mitglieder, vor allem Kinder und Jugendliche. Da sind aber noch nicht so viele Stimmen zusammengekommen auf berlinerrundfunk.de. Das ändern wir jetzt vielleicht, indem wir den Verein mal etwas genauer vorstellen. Einen schönen Vormittag, Jugendtrainer René Milschinski. Wofür brauchen Sie denn ganz dringend die nächsten 10.000 Euro? Wir haben auf unserer Sportanlage einen kleinen Schotterplatz. Der wurde früher als Rollschuhstadion, weiß ich ungefähr nicht genau, vor 30 Jahren benutzt. Und diesen Platz würden wir gerne zu einem Kunstrasenfeld umbauen. Das wäre ungefähr ein kleiner halber Platz, sodass wir ein bis zwei Trainingsmannschaften dort dahin unterbringen und können. Und dann mehr Kinder aufnehmen können, um dann mehr Kinder trainieren zu können. Also wir wollen gerne unsere Platzmöglichkeiten verbessern. Leider ist beim Bezirk dafür kein Geld da, sodass wir versuchen, das in Eigenregie über die Bühne zu bekommen. Sie brauchen unbedingt noch Stimmen, denn Sie sind da noch ziemlich weit hinten auf der Votingliste. Jetzt haben Sie mir schon erzählt, auf Facebook sind Sie vertreten und sind auch sonst ganz fleißig dabei, die Mitglieder zu mobilisieren, um da Stimmen abzugeben. Woran hapert es denn im Moment noch? Ich denke, unser größtes Problem ist einfach die Urlaubszeit. Ist ja nun mal so in ehrenamtlichen Vereinen in Berlin, dass dann auch die Ehrenamtlichen mal Urlaub machen und dass dann einfach die ganze Veröffentlichung, das ganze Weitersagen ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Aber wir kurbeln das jetzt nochmal richtig an. Die Kinder und die Eltern kommen aus dem Urlaub wieder und dann werden wir mobilisieren, dass wir da nochmal in den vorderen Rängen angreifen können. Genau. Alle Familien müssen mitmachen, alle Freunde von den Kindern müssen mitmachen und vielleicht finden Sie ja auch noch andere Vereine, die sagen, Mensch, ja, coole Sache, da unterstütze ich euch. Und wir sagen das auch in unserem Verein weiter und geben euch noch die Stimme. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ein Netzwerk hat sich ja nun schon gebildet, wenn man zu Turnieren fährt und sowas alles. Also da ist schon eine Menge mit bei. Wir kooperieren noch mit anderen Sportvereinen. Also wir haben noch ein bisschen was im Feuer. Das wird euch hoffentlich ordentlich nach vorne pushen. Ich drücke die Daumen. Alles klar, wunderbar. Vielen Dank. 50.000 Euro für Berlin. Eine Initiative vom Berliner Rundfunk 91.4 und Ihnen.